Um höhere Geschwindigkeiten fahren zu können und die Grenzen von Pulverraketen weiter zu testen, wurden die nächsten Versuche auf die Schiene verlegt. Opel Sander RAK 3, ein Schienenwagen mit 400 Kilogramm Eigengewicht, unbemannt. Für den ersten Versuch werden von Friedrich Sander 10 Raketen eingebaut, 2750 Kilogramm Schubkraft. Vorne sind zwei Bremsraketen angebracht, um den Wagen nach 2000 Metern abbremsen zu können.